war der spätrömische Soldat wirklich minderwertiger als der Legionär der späten Republik und des frühen bis mittleren Römischen Reichs? War die Ausrüstung im späten Römischen Reich tatsächlich minderwertiger und die Disziplin im Vergleich zu früheren Legionären stark gesunken? Nun, Freunde der römischen Geschichte, ich hoffe, ich kann Ihnen zeigen, dass der spätrömische Soldat, obwohl es auf den ersten Blick so aussehen mag, in Wirklichkeit genauso furchterregend im Kampf war wie der frühe Legionär. In einem anderen Video konnte ich hoffentlich bereits zeigen, dass das spätrömische Heer insgesamt nicht minderwertiger war als das frühe römische Heer. Die Comitatenses und Limitanei insgesamt stellten sich heraus, waren tatsächlich eine beeindruckende Kampfkraft. Und wir fanden heraus, dass das römische Reich nicht wegen ihrer Unterlegenheit fiel, sondern erstens wurde die spätrömische Armee hauptsächlich in ständigen Bürgerkriegen weit mehr als in Begegnungen mit den barbarischen Invasoren vernichtet. Und zweitens waren neue Rekruten im späten Reich wirklich schwer zu finden, weil das Gehalt eines Soldaten im Vergleich zum frühen römischen Soldaten bereits so stark verringert war. Punkt 2 betrifft die Entwertung der römischen Währung. Ich habe in diesen zwei Videos die römische Armee als Ganzes analysiert. Aber jetzt möchte ich mir die einzelnen Soldaten der späten im Vergleich zur frühen römischen Armee genauer ansehen und herausfinden, ob es wirklich wahr ist, dass ihre Ausrüstung so stark abgebaut hat und dass sie einem frühen Legionär absolut unterlegen waren. Betrachten wir die frühe römische Armee nach den Reformen des legendären Gaius Marius im Jahr 107 vor Christus, der sie in das bekannte System aus Legionen und Hilfstruppen umwandelte, mit der berühmten Ausrüstung. Nach Marius bestand die römische Armee aus hochqualifizierten Berufssoldaten, die sich in den Dienst Roms stellten, ein wirklich gutes Gehalt erhielten und sogar nach 20 Jahren Dienst für Rom einen schönen Landanteil bekamen. Von der Zeit des Marius bis zur Zeit des Caracalla, also über 300 Jahre, wird geschätzt, dass es rund 200.000 Legionäre gab. Es handelte sich um Eliteeinheiten mit überlegener Ausrüstung, bestehend aus italischen Römern mit römischer Staatsbürgerschaft. Mindestens genauso viele, wahrscheinlich mehr, etwa 300.000 Hilfstruppen wurden aus lokalen Bevölkerungen der nicht-italischen römischen Provinzen rekrutiert, ohne römische Bürgerschaft. Der römische Legionär im frühen Kaiserreich wird oft in Medien gezeigt, wenn es um die römische Armee geht. Er war ausgestattet mit einem Gallia-Helm in typischer Form, der Lorica Segmentata-Rüstung, das ist die berühmte segmentierte Kampfrüstung, dann einem rechteckigen Schild namens Scutum, einem Wurfspeer namens Pilum und dem römischen Kurzschwert namens Gladius. Obwohl die Verbreitung dieser Ausrüstung noch diskutiert wird. Die Lorica Segmentata-Rüstung war wartungsintensiv. Daher vermutet man, dass nicht jeder Legionär sie trug. Die Lorica Hamata-Kettenrüstung oder Lorica Squamata-Schuppenrüstung wurden möglicherweise öfter verwendet. Spezialisierte Einheiten, zum Beispiel solche, die Belagerungswaffen wie Ballisten und Onager einsetzten, gehörten auch zur typischen Legion. Im Vergleich zwischen Legionär und Hilfssoldat fällt die weniger beeindruckende Ausrüstung sofort auf. Anstelle der Lorica Segmentata trugen sie standardmäßig die Lorica Hamata und hatten normalerweise einen ovalen Schild anstelle des Scutum. Tatsächlich ermöglichte ihnen diese Ausrüstung mehr Flexibilität und somit waren sie den Legionen nicht grundsätzlich unterlegen. Aber natürlich gab es auch Kavallerieeinheiten als Teil der Hilfstruppen, die in schwer gepanzerte Lanzenreiter und leichte Kavallerie unterteilt werden können. Aber auch Föderaten, verbündete Soldaten ausländischer Stämme, wurden manchmal schon in den Auxilia eingesetzt, wie auf der Trajanssäule belegt ist. Das heißt, Legionen benötigten Hilfstruppen für ausgewogene Kampfkraft, einschließlich Kavallerie und Bogenschützen im Kampf. Und das war im Grunde genommen ein System, das mit einigen kleinen Änderungen so blieb, bis zur Krise des 3. Jahrhunderts. Wie so oft in der römischen Geschichte ist es wieder die Krise des 3. Jahrhunderts, in der sich die Dinge dramatisch ändern würden. Aber bevor wir fortfahren, gefällt Ihnen das Video und abonnieren Sie den Kanal, um keine Videos über das späte Römische Reich zu verpassen. Bitte denken Sie daran, mich auf Patreon oder YouTube-Mitgliedschaft zu unterstützen, da die langfristige Stabilität dieses Kanals von Ihrer Hilfe abhängt.
Besonders möchte ich unserem neuen Sol Invictus Patreon-Unterstützer danken. Deinem jungen Aurelian. Danke, Aurelian, dein Freund, für die großzügige Unterstützung dieses Kanals. Ehrlich gesagt, ohne unsere Patreon- und YouTube-Mitglieder könnte dieser Kanal nicht funktionieren. Ich danke jedem, der uns in irgendeiner Form unterstützt. Danke, Tibiago-Freunde. Nun war es notwendig, das alte Legionärs- und Hilfssystem des frühen Imperiums zu reformieren oder anzupassen, um vielseitiger zu sein und sich besser gegen die zahlreicheren und aggressiver auftretenden barbarischen Invasionen verteidigen zu können. Bereits im Jahr 201 nach Christus gewährte Kaiser Caracalla allen freien Männern im gesamten Römischen Reich die römische Staatsbürgerschaft. Daher ergab die Unterscheidung zwischen Legionen und Hilfstruppen keinen Sinn mehr, da nun auch die Hilfstruppen römische Bürger waren und nicht nur die italischen Legionen. Dann machten die zahlreichen barbarischen Überfälle durch die Alemannen, Utungi, Vandalen, Burgunder und Goten während des Chaos der Mitte des 3. Jahrhunderts es notwendig, Truppen schneller in sehr unterschiedliche Grenzregionen verlegen zu können. Daher wurde eine Ausrüstung benötigt, die leichter, vielseitiger, einfacher zu warten und zu reparieren war. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum wir nach dem 250. Jahr nach Christus immer weniger Gebrauch von der Lorica Segmentata sehen würden. Obwohl wir alle das Aussehen dieser Rüstung absolut geliebt haben, war sie einfach wirklich schwer herzustellen und zu reparieren. Und so wich sie langsam der Lorica Hamata und Squamata. Das bedeutet nicht, dass wir im 400. Jahrhundert keine einzige Lorica Segmentata in Gebrauch gesehen hätten, aber der Anblick wäre selten gewesen. Die Archäologie liefert keine endgültige Antwort zum letzten Einsatz der Lorica Segmentata, aber ich stelle mir gerne vor, dass möglicherweise ultra-traditionalistische Soldaten vielleicht sogar unter Majorien versucht haben, den alten Kampfstil oder Bräuche durch das Tragen einer Lorica Segmentata wiederzubeleben. Eine zufriedenstellende Antwort auf diese faszinierende Idee erhalten wir vielleicht nie. Bezüglich der berittenen Einheiten machte die aggressive Nutzung der Kavallerie durch die Perser, Sarmaten und später die Hunnen es absolut notwendig, viel mehr Wert auf die Kavallerie zu legen. Hier ist der viel zu unterschätzte Kaiser Gallienus bemerkenswert, da er diese Notwendigkeit bereits verstand und es war er, der einen mobilen Reservekavalleriekorps schuf, um sehr schnell auf Bedrohungen des Reiches reagieren zu können. Die Größe der Legion würde jetzt auch reduziert werden, nicht mehr aus rund 5200 Männern bestehend wie zur Zeit des frühen Imperiums, sondern eher wie 1500 Männer, aufgeteilt in mehrere Legionseinheiten. In den turbulenten Jahren 230 bis 280 nach Christus, als das Römische Reich beinahe fiel, veränderten sich militärische Einheiten drastisch. Die klassischen Legionen und Hilfstruppen wichen den Comitatenses und Limitanei. Die Comitatenses waren im Wesentlichen eine Fortsetzung der Legionen, technisch betrachtet noch Legionen, aber kleiner. Was sich wirklich änderte, war ihre genutzte Ausrüstung. Um flexibler zu sein und sich besser an die neuen Feinde Roms anzupassen, trug der typische Comitatus-Soldat nun einen anderen Helmtyp. Er war stärker umhüllt und hätte vielleicht besseren Schutz geboten. Und wie bereits gesagt, war die bevorzugte Rüstung nun nicht mehr die Lorica Segmentata, sondern eine Lorica Hamata oder Scavamata. Hinterreiheneinheiten hatten meist keine Rüstung, wahrscheinlich aus Kosteneffizienz. Schwer gepanzerte Einheiten kämpften vorne, leicht gepanzerte hinten. Am häufigsten wurden diese Einheiten ohne Rüstung als Bogenschützen eingesetzt, da es Sinn ergab. Sie trugen einen Clamus, eine Art Umhang, eine Tunika, Hosen, einen Hut namens Pilius Pannonicus und nicht mehr ein Gladius, sondern ein langes Schwert namens Spata. Man sieht, sie wirkten viel mittelalterlicher. Vergleichen Sie das mit einer stärker gepanzerten Einheit, die einen Kamm oder Dachhelm trug. Und wir können schon erahnen, dass dies wirklich ganz anders war als die alten Legionen, an die wir normalerweise denken, wenn wir uns die römische Armee vorstellen. Aber diese Comitatenses waren Eliteeinheiten und wir sollten nicht den Fehler machen, sie zu unterschätzen. Ja, sie wirkten vielleicht nicht so beeindruckend wie frühere Legionen, aber sie waren besser für den Umgang mit Feinden im 4. und späteren Jahrhunderten angepasst. Ihre Ausrüstung spiegelte die Notwendigkeit der Zeit wider.
Ihre langen Speere und Sparta-Langschwerter boten größere Reichweite als der klassische Legionär. Ihre Kammhelme waren geschlossener, was vermutlich besseren Schutz bot. Ovale Schilde waren eventuell leichter zu warten, günstiger zu produzieren und boten mehr Vielseitigkeit für verschiedene Kampfsituationen. Die verschiedenen Arten von Schwerer gegenüber. Leichte Rüstungen erlaubten wirtschaftlicheren Einsatz von Ausrüstung. Leichter gepanzerte Einheiten wurden nicht durch schwere Rüstungen verlangsamt und konnten schneller die Position wechseln. Diese Veränderungen machten Komitatenses Feldarmeen vielseitig und anpassungsfähig, um mit diversen Bedrohungen fertig zu werden, denen das Reich begegnen würde. Wie erwähnt, lag der Fokus auf der Kavallerie, insbesondere auf den spätrömischen Kataphraktari, schwer gepanzerten Elitereitern. Allerdings gab es selbst im späten Weströmischen Reich immer noch einen stärkeren Schwerpunkt auf der Infanterie. Die Komitatenses-Legionen waren also wirklich eine beeindruckende Kampfkraft. Und wie ich in anderen Videos erklärt habe, löste sich die westliche Armee aufgrund von ständigen Bürgerkriegen und der Unfähigkeit, neue Truppen aufgrund der schlechten wirtschaftlichen Lage und der niedrigen Soldatenlöhne zu rekrutieren, was es irgendwann extrem unattraktiv machte, den Legionen beizutreten. Besonders im 4. und 5. Jahrhundert in Italien verbreitete sich die Praxis, der Wehrpflicht zu entkommen, wie vom spätantiken römischen Historiker Ammianus Marcellinus beschrieben. Die vier Limitanei hingegen, die Grenztruppen, wurden oft aus lokalen Stämmen rekrutiert, ähnlich wie die Hilfseinheiten von früher. Die Ausrüstung unterschied sich oft von der der Komitatenses. Aber im Allgemeinen waren diese an den Grenzen stationiert, wo barbarische Überfälle nach dem 4. Jahrhundert häufiger auftraten, während die Komitatenses das massive militärische Rückgrat waren, das bei dringendem Bedarf im ganzen Reich eingesetzt werden konnte, um die Limitanei dort zu verstärken, wo es notwendig war. Und der spätrömische Soldat war dem frühen Legionär nicht unterlegen. Seine Ausrüstung war besser an die Bedürfnisse der Zeit angepasst. Und tatsächlich gewannen die Römer viele riesige Siege gegen die germanischen Eindringlinge bis zum allerletzten Ende. Beim angeblichen Disziplinrückgang sollten wir vorsichtig sein, da diese Theorie hauptsächlich von Vegetius, einem spät 4. oder früh 5. Jahrhundert Schriftsteller, der Traditionalist war und glaubte, ältere Methoden der römischen Armee seien besser, stammt. Er glaubte, die spätrömische Armee sei im Vergleich zu frühen kaiserlichen Legionen undiszipliniert und degeneriert. Und diese Idee überlebte faszinierenderweise bis in die Moderne. Wir sehen erneut, wie unsere modernen Ansichten manchmal immer noch von alten Schriftstellern von vor 1500 Jahren diktiert und beeinflusst werden. Ich muss ein Video darüber erstellen, wie unsere Sicht auf die römische Geschichte sehr voreingenommen ist, weil sie oft von Historikern und Autoren stammt, die selbst oft voreingenommen waren. Aber die spätere Armee war nicht so degeneriert, denn Stilicho errang riesige Siege gegen diverse germanische Eindringlinge, sogar in den frühen 400, und besiegte sie oft. Dann war später Constantius III. Ziemlich erfolgreich gegen die germanischen Eindringlinge. Sie alle gewannen immer noch große Siege mit diesen Komitatenses und Limitanei und sie lösten sich im Laufe des 5. Jahrhunderts langsam im Westen auf, weil irgendwann einfach nicht genug Steuereinnahmen übrig waren, um neue hochwertige Truppen anzuwerben. Und das Gehalt und die Anreize, Soldat zu werden, waren einfach zu sehr verfallen. Daher wurden zur Zeit von Magorian die meisten Truppen bereits ausschließlich aus germanischen Stämmen rekrutiert und bestanden aus barbarischen Föderati. Aber die Komitatenses und Limitanei überlebten im Oströmischen Reich und die letzte römische Legion, die Legio V. Macedonica, kann bis zur arabischen Eroberung verfolgt werden und sie wird zuletzt am 21. Juli 1937 erwähnt, 700 Jahre nach ihrer Gründung. Es war dann im 7. Jahrhundert, dass diese alten römischen Militäreinheiten sich erneut in das oströmische oder byzantinische Militär verwandelten, über das ich natürlich ein ganzes Video machen muss. Denn obwohl es sich unterschied, überlebten viele römische Taktiken, Strategien und Ausrüstungen bis ins Mittelalter im Oströmischen Reich. Möchten Sie mehr über die Entwicklung der römischen Armee von der frühen bis zur späten Kaiserzeit erfahren, sehen Sie sich dieses Video in der oberen rechten Ecke an. Wenn Sie jedoch wissen möchten, weshalb die spätrömische Armee Probleme hatte, neue Rekruten zu gewinnen, sehen Sie das andere Video unten rechts.
Danke erneut an alle Freunde der römischen Geschichte. Gracias, Tibi Ago, und auf Wiedersehen.